Willkommen zurück bei The Division mit dem Colatus und wir. So. Ich glaube, wir kommen der Sache näher hier hinten. Hast du deinen Munition schon aufgestockt? Yep. Gut, dann gucken wir mal da hinten. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Ah, jetzt kommt gleich der Boss und so eine Scheiße. Ja, ja. Ich erinnere mich. Warten Sie kurz. Raum. Test. Mein Gott, ist das Ding laut! Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Okay. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Oh. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Ja, schön. Dann kämpfen wir eben im Schatten, oder wie war das? Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. So, wo kommen die Jungs? Ich glaube, wir müssen nach runter. Was sagt man da? Warte mal, ich könnte mich ja nochmal... Scheiße, Cleaners. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Jetzt kommen sie gleich. Ach, da unten wird schon was angezeigt. Ja. Okay. Einer muss noch leben, der steht da irgendwo dahinter. Burn, baby! Noch mehr von den Arschlöchern, ehrlich? Wo denn? Ach, da oben. Oh ja, der hat gesessen. Da habe ich eine Haftgranate reingehauen. Da habe ich, glaube ich, gleich drei Stück erwischt oder so. Den treffe ich nicht, den Sack. Er kommt gleich da oben. So nicht. Man ist ja dämlich. Wenn die Fahrstühle kommen, dann kommt der Boss. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Oh, da drüben. Oh, da ist schon eine Elite dabei. Die da noch. Dass das ihre Leute in dem Aufzug sind. Aufzug. Wir haben noch niemanden vor Ort. Irgendwo da hinten. Dann sind es Cleaners. Ah, da. Ich bin am Arsch. Ach da, zwei Stück, ja. Ich glaube, da kam der Boss mit raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, da unten ist er. Der Ramsey oder wie er heißt. Oh, er kommt langsam näher gestapft. Wow! Eieiei! Den hast du. Okay, wo ist denn der Boss? Oh, er kommt. Ich gehe mal auf die andere Seite, da kann er hin und her rennen. Jetzt kommt er nämlich zu mir. Hast du ihm einen reingeschossen, so eine Haftgranate. Okay, alles im Kasten. Das System ist sauber, der Verteiler ist grün und wir haben genug Saft, um es hier wie in Vegas aussehen zu lassen. Ich mache hier alles dicht, damit uns niemand dazwischenfunken kann. Dabei können sie mir nicht helfen, also verschwinden sie. Ich komme später nach. Das reicht fürs Erste. Puh. Ja, wenn man darauf vorbereitet ist, ne? Das ist ein bisschen leichter. Ja. Aber letztes Mal hat er uns ganz schön überrascht, der Sack. Jetzt haben wir unseren Tech Wing auch freigeschaltet.
Da müssen wir jetzt gleich mal in die Bu gehen. Und mit dem labern wahrscheinlich. Zum Freischalten. Und ab da ist dann der Beta-Content zu Ende. Und alles neu. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. So, ist das jetzt schon markiert, oder was? Wo bin ich denn hier? Wollen wir es jetzt porten zur Bu? Wie weit ist es denn? Wo müsste ich markieren? Weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mal gucken. Ach, das sind nur 2 Meter. Das ist nicht wirklich weit. Ich glaube, da dauert es laden länger als laufen. Ja, stimmt. Können wir auch laufen. Hast recht. Ist jetzt nicht so weit. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg noch was. Sie wissen, dass wir hinter Ihnen stehen. Ein paar coole Sachen lohnt es sich. Schon wieder dunkel. Aber ich mag das hier irgendwie im Dunkeln, mag ich sogar lieber hier. Das sieht richtig geil aus. Locker, ganz locker bleiben. Ja, mit den Lichtern und dem ganzen Scheiß. Sieht echt gut aus. Ob sie auch mal Sommer wird? Glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Und wenn, dann erst mit einem DLC oder so. Na, aber ich glaub's generell nicht. Die haben ja extra hier schön mit Schnee und so. Ab in die Bu. Kannst du gleich mal gucken, ob du deinen Dings craften kannst. Ah ja, stimmt. So, jetzt kommt aber gleich erstmal eine Cutscene. Glaube ich. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. So, geht los mit Labern. Hey, ich bin nicht sentimental, aber Sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, Sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben, zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen Sie Qualität? Kaufen Sie es privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser und das Ganze drum und dran. Nicht, dass Sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn Sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern Sie rum, sehen Sie, was Sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würde es glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. So, das war er. Warte mal, jetzt muss ich hier... Kann ich denn hier was freischalten? Ach, da drüben. Wir sehen uns. Laptop benutzen. Ja, das will ich doch jetzt mit den blöden Tipps hier. Genug getippt. Lass mich freischalten. Ja, das sollte gehen. Gute Arbeit. Oh, neue Fertigkeit und neuer Vorteil. Und ich kann sogar noch was freischalten. Eine Zentralheizung. Jo. Mal erstmal gucken, was hier... Tod durch Helfer, das Zerstören, bla bla bla. Oh, da muss ich jetzt. Dark Zone Währung. Lauffeuer. Okay.
Weiß ich absolut nicht, was ich hier freischalten soll. Ich habe die Zentralheizung genommen. Okay. Weil es da Müsli-Riegel gibt, oder was? Nö. Ich habe jetzt einfach von oben runter. Das war mir jetzt Schnurz erstmal. Ein Flügel muss man, glaube ich, noch freischalten, ne? Das war dann der Waffenflügel, glaube ich. Ja, kann sein. Ah, dann fange ich auch mal mit der Zentral. Obwohl. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe eine neue Fertigkeit. Egal, ich nehme jetzt auch die Zentralheizung. Kann ich irgend so einen Roboter aufstellen? Ja, das ist der Geschützturm wahrscheinlich. Ja. Kannst du denn überhaupt schon drei Dinger benutzen? Gucken. Wir können die Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser, Elektrizität. Nö. Guter Schachzug, Agent. Dann bleibt er erstmal weg, die anderen sind wichtiger. Ja. Aber neue Talente. Okay, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wann du den dritten Slot freischaltest. Wahrscheinlich Stufe 10 oder sowas. Irgend so eine gerade Zahl. So, ich gucke erstmal, was ich Neues habe. Irgendwas Neues. Oh, jetzt habe ich aber einen M-Key gefunden. Meine Knifte reicht immer noch nichts ran. Hier irgendwas? Nö. Gucken wir doch mal. Wir brauchen Sie. Denken Sie mal das. So zerlege ich. Genau. Da ist nichts. Wieso finde ich denn als Rucksäcke? Ich brauche doch einfach keinen. Wahrscheinlich genau deshalb. Ohne halt. Bei Waffen muss ich nochmal. Leichtes Maschinengewehr. Ich bin ja jetzt nicht so der Maschinengewehr-Typ. Eigentlich. Wir brauchen Sie. Denken Sie immer daran. Aber der Karabiner gefällt mir. Ist dann so mit Snipern und so. Ach nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil Karabiner ist ja nochmal Einzelschuss. Konntest du eigentlich was craften? Soweit bin ich noch nicht. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zum Verkäufer. Hey, das sollten Sie sehen. Sehen Sie sich an. Verkaufen. Bei den Mods muss ich auch nochmal gucken. Nicht vergessen. Weißer Mod, den verkaufe ich jetzt. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. So, Mods, Knarren, Mods. Sie verpassen was. Haben wir denn da Schönes? Zieloptik. Ist zwar nicht so ein großer Zoom, aber Präzision. Nehmen wir das mal. Was haben wir hier? Nachladetempo. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ja, das lassen wir. Sie.
Präzision aus der Hüfte. Nö, nö, nö. Vertikaler Griff. Hm. Stabilität. Mal testen. Hey, das sollten Sie sehen. Für die Mündung finde ich irgendwie keinen Mod. Also Schalldämpfer oder Muzzle Brake oder sowas. Noch nichts gefunden bis jetzt. Okay. So. Sehen Sie sich an, dass nach Ihnen ruft. Ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!